Sind die Aussagen von Meta-Chef Zuckerberg der Todesstoß für die KI-Blase? Manches deutet darauf hin, denn wir haben einen Chef eines großen US-Tech-Unternehmens, der im Earnings Call, also in dem Gespräch nach Vorlage der Zahlen mit Analysten etc., der also in diesem Earnings Call so oft KI sagt wie kaum jemand vor ihm, und dennoch crasht die Aktie weiter von Meta, die schon nach Vorlage der Zahlen 12% gefallen war, obwohl die Zahlen ja eigentlich ganz ordentlich waren. Aber da gibt es ein riesiges Problem, und dieses riesige Problem heißt, wir müssen sehr viel Geld ausgeben, wie Zuckerberg gesagt hat, für KI, ohne dass wir diese KI dann bald monetarisieren können, also ohne dass wir entsprechende Einnahmen erzielen. Heißt faktisch, KI ist für die Unternehmen sehr, sehr teuer, bringt aber erstmal wenig Geld, und das genau ist das große Problem und der große Trugschluss, der große Hype, der um KI gemacht wurde, der ja davon ausging, Mensch, die können hier diese KI einsetzen, werden da sofort riesige Gewinne machen, werden viel effizienter agieren, die großen Tech-Unternehmen. Deswegen sind diese hohen Bewertungen mehr als gerechtfertigt. Jetzt droht das Kartenhaus zusammenzubrechen. Wir schauen uns die Gemengelage mal an. Hier sehen wir eigentlich bessere Zahlen ja von Meta, Gewinn etwas über der Erwartung und Umsatz etwas über der Erwartung. Also hier eigentlich kein Grund, warum die Aktie so deutlich unter Druck kommen sollte. Tesla hat miserable Zahlen vorgelegt und ist deutlich gestiegen. Meta hat über der Erwartung liegende Zahlen vorgelegt und ist deutlich gefallen. Was aber ist das Problem? Dieser Satz, den Mark Zuckerberg gesagt hat, wir investieren in scaling a new product, but aren't yet monetizing it. Also wir müssen viel Geld ausgeben im Klartext und können das aber nicht monetarisieren. Er will the leading AI erschaffen, also die führende Firma in künstlicher Intelligenz werden, und warnt, das ist ein größeres Unterfangen als andere Erfahrungen, die wir bisher hatten, etwa mit neuen Apps oder mit Funktionen, die wir eingeführt haben, mit Investitionen, die wir bisher gemacht haben. Mit anderen Worten, Zuckerberg sagt, wir haben hier noch nie gesehene Ausgaben im Rennen um KI-Führerschaft. Und die Frage ist ja, naja, erstens, wirst du diese KI-Führerschaft wirklich erlangen? Und vor allem die drängende Frage ist, werden diese Investitionen in KI sich jemals auszahlen? Und wann zahlen sie sich aus? Wir sehen, die Aktie hatte trotz mehrfacher Nennung von KI negativ reagiert. Wir sind ziemlich dick im Minus, und das ist genau das, was François Chollet gesagt hat, der einer der führenden Köpfe in Sachen KI, der nicht nur gesagt hat, eigentlich haben wir keine KI, ChatGPT und Co. sind da noch weit weg, sagt er, das sind im Grunde Datenbanken, aber das hat ja mit künstlicher Intelligenz, also mit einer eigenständig irgendwie logisch denkenden Intelligenz relativ wenig zu tun. However, schwamm drüber, wir haben hier diese Aussagen von Chollet, der sagte, in 3 Jahren könnte es 10 Milliarden Dollar Umsatz geben mit KI-Anwendungen für die großen Tech-Firmen, aber das Wachstum wird sich bald verlangsamen. Und jetzt denken Sie bitte an die Menge an Kapital, das investiert wurde. 90 Milliarden in weniger als 2 Jahren. Meiner Ansicht nach geht die Rechnung einfach nicht auf. Bingo, that's pretty much it. Es geht schlichtweg nicht auf. Man hat wahnsinnig viel Geld investiert in KI-Chips, in Nvidia-Chips etc. und stellt jetzt fest, naja, aber so richtig Geld verdienen tun wir damit nicht. Was also wird passieren? Man wird die Investitionen zurückfahren. Google selber hat das schon gesagt. Es wird uns langsam hier ein bisschen zu teuer mit dieser ganzen Chip-Kauferei. Wir wollen Inhouse-Chips entwickeln. Wir wollen Lösungen Inhouse entwickeln, damit wir nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben. Das ist jetzt sozusagen das Kernthema. Und während noch am 2.2. bei der letzten Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal 2023 Meta geradezu explodierte, 20% ging es nach oben. Das war damals der größte Zugewinn an Marktkapitalisierung eines Unternehmens in der US-Börsengeschichte. Sehen wir, dass das Ganze jetzt nicht mehr so freundlich ausschaut. Etwa gute 200 Milliarden Dollar verliert Meta an Marktkapitalisierung nachbörslich. Uiuiuiui, damit fast alles futsch, was durch diesen Anstieg am 2.2. erreicht wurde. Meta projects higher spending, weak revenue
in AI-Push. Also man hat praktisch ja auch gesagt, so mit den Umsätzen und Gewinnen, da lag man eher unter der Erwartung. Das war enttäuschend. Und das vor dem Hintergrund, dass die Meta-Aktie seit Jahresbeginn um gute 40% gestiegen ist bisher. Und hier sehen wir das nochmal, Verlust an Marktkapitalisierung in Richtung 240 Milliarden Dollar unterwegs. Das wäre dann, wenn es so bleiben würde, also wenn Meta wirklich das verliert, was man nachbörslich verloren hat und jetzt keine große Erholung kommt, dann wären diese 240 Milliarden der größte Marktkapitalisierungsverlust einer Aktie in der US-Börsengeschichte. Den Rekord bisher hält eben auch schon Meta, als man 232 Milliarden verloren hatte. Am 3. Februar 2022. Also ist schon verrückt. Am 3. Februar 2022 verlor Meta 232 Milliarden. Am 2.2.2024, also ein Jahr später, hat man den größten Marktkapitalisierungsgewinn in der Geschichte erzielt. Und jetzt wird man vielleicht in diesem April den größten Verlust erleiden. Wir werden sehen, wie das Ganze herauskommen wird. Aber 240 Milliarden, nehmen wir an, es würde so passieren. Und dann sind wir ziemlich genau auf der Höhe des Bruttoinlandsproduktes von Peru. Das wäre etwas weniger als Portugal. Alle Bürger und Firmen und Dienstleistungen im Portugal innerhalb eines Jahres wert sind mehr als oder etwa so wie Neuseeland, etwa so wie Katar, einfach um mal die Relation der Summen hier zu zeigen. Das heißt, hier sind ja viele Millionen Menschen, die Dinge herstellen, Dinge verkaufen, Dinge einkaufen. All das wird in das BIP gezählt und hier verliert mal ein Unternehmen innerhalb weniger Minuten ein ganzes BIP und von solchen Ländern und Meta könnte jetzt vielleicht dieses Gap, das man am 2.2. aufgemacht hat, als man eben hier Zahlen vorgelegt hatte und die Aktie nach oben schoss, bei 403 Dollar schließen. Es wären nochmal 15 Dollar. Das würde sich dann ausweiten etwa auf einen Verlust von 20, nochmal 5% obendrauf. Pi mal Daumen, Sie wissen, Mathematik ist jetzt mir nicht genug, gell? Aber schauen wir uns mal an, wie der Nasdaq 100 ausschaut, nachdem auch IBM-Zahlen nicht freundlich aufgenommen wurden. Die Aktie nachbörslich auch über 8% im Minus, hier sehen wir. Und da hatte ich gestern schon gezeigt, dass der Nasdaq hier direkt an den Widerstand gelaufen ist, den wo wir praktisch im Februar, da ist hier eine schöne Kerze nach oben verzeichnet worden, eine wichtige Marke, also überhaupt der 17.600er Marke. Und jetzt ist die Frage, hält unten diese Zone im Bereich 17.000 knapp drunter, wo wir noch am Freitag im Rahmen des Abverkaufs gewesen sind. Schauen wir uns mal diese Erholung an, dann sehen wir, ich hoffe, Sie sehen das hier gut, dass der SPY, also praktisch der S&P, das ist das maßgebliche ETF auf den S&P 500, genau an die Aufwärtstrendlinie, an die Abwärtstrendlinie gestiegen ist. Von der Abwärtstrendlinie, der unteren Begrenzung der Abwärtstrendlinie nach oben abgeprallt ist, dann an die obere Begrenzung gelaufen ist. Genau dasselbe ist passiert beim Triple Q, also praktisch beim maßgeblichen Nasdaq-ETF. Und die Frage ist, wir sehen in den Charts viele Bear Engulfing Patterns, also bearische Engulfing Patterns, so wie bei Nvidia, also dicke Kerze, Anstieg und dann dicke Kerze wieder nach unten, wie sich das hier rausspult, aber das wird natürlich maßgeblich auch davon abhängen, wie heute Microsoft, Alphabet und Intel berichten und Google zum Beispiel dürfte auch so 6% sich bewegen, laut Optionsmärkten, Microsoft um die 5%, Intel um die 7%, also da steht einiges auf dem Spiel, zumal die Gewichtung eben von Microsoft und Google natürlich ganz erheblich ist, vor allem von Microsoft. 2,84 Billionen Dollar bringt man auf die Waage, hat einen Anteil alleine für die Berechnung des S&P 500 bei 7,1%. Alphabet immerhin 2% Gewichtung und eine Marktkapitalisierung von, naja, um und bei 880 Milliarden Dollar. Also da steht einiges auf dem Spiel. Meta hatte ja so um und bei 1 Billion auf der Uhr an Marktkapitalisierung. Wir werden also, wenn wir Microsoft und Alphabet haben, dann ungefähr 3,6 Billionen an Marktkapitalisierung haben, die hier sozusagen durch Zahlen bewegte werden. Und der Einfluss dieser Magnificent Seven, wenn wir da jetzt mal gnädigerweise Tesla noch mit dazu rechnen, der ist so groß wie noch nie. 7 Aktien stehen für 30% des gesamten Index. Wobei Nvidia und Meta
vor allem Meta auch dafür gesorgt haben, dass die schwache Performance von Apple und Tesla überkompensiert wurde. Aber es gibt nicht nur heute diese Zahlen dieser drei Tech-Konzerne, sondern es gibt auch Wirtschaftsdaten und nicht unwesentliche, denn wir bekommen heute das Bruttoinlandsprodukt aus dem ersten Quartal aus den USA. Erste Veröffentlichung, das ist immer die spannendste, erwartet wird 3,0%, also eine ganze Menge. Das wird heute ein wichtiges Datum in Sachen, naja, wie stark ist die Wirtschaft wirklich? Wir haben ja viele Widersprüche auch in dieser Wirtschaft. Wir haben niedrige Arbeitslosenzahlen oder wir haben einen scheinbar boomenden Arbeitsmarkt. Warum, das könnte ich gleich nochmal zeigen, wenn Sie möchten. Wir haben auf der anderen Seite schon immer stärkere Ausfälle bei Kreditkarten. Wir haben die Tatsache, dass die Kreditkartenschulden schneller steigen als der Konsum. Also die Amerikaner extrem auf Pump hier diesen Lebensstandard versuchen zu halten. Das wird uns sehr lang ran nicht gut gehen, meine Damen und Herren. Aber wir haben auch Widersprüche. Meta, eigentlich gute Zahlen, aber Aktie 10% minus. Tesla, Katastrophenzahlen, Aktie 10% plus. Ja, ja, Börse handelt die Zukunft, weiß ich schon, nur hier die totale Luftnummer von Elö, ne, der sagt, wir werden in Zukunft vielleicht mal das und das machen. Wie oft hat der gute Mann das schon gesagt und man glaubt ihm immer noch, das ist das Lustige. Wir haben jetzt die Tatsache, dass die Aktienmärkte gestiegen sind, obwohl mehr oder weniger fast alle Zinssenkungen ausgepreist wurden. Gleichzeitig steigt Gold auf ein Allzeithoch, obwohl hier die Renditen weiter gestiegen sind, während bei geopolitischen Spannungen Bitcoin eher abverkauft wird als zu steigen. Wir sehen gleichzeitig, dass die Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen steigen, aber die Hauspreise weiter steigen. So viele Dinge, die hier nicht zusammenpassen und der Jerome, der wundert sich darüber, so wie ich auch. Wir haben jetzt, wenn wir uns mal die Stimmung anschauen, bei den US-Investoren doch einen deutlichen Shift ins Negative bekommen. Nur noch 32,1% sind bullish, 33,9% sind bärisch. Erstmals also seit langer Zeit mehr Bären als Bullen, aber auch fast gleich viele im neutralen Lager. Das hält sich die Waage, diese drei Lager. Wir sehen Fear and Greed Index bei 41, maßvolle Furcht, könnte man sagen, nachdem wir ja lange im Gear-Bereich unterwegs waren. Und das ist hier sehr interessant, meine Damen und Herren. Hier sehen wir Smart Money und Dump Money Confidence, nicht zu übersetzen als kluges Geld und dummes Geld, sondern eher vielleicht als institutionelle Investoren und Privatinvestoren. Institutionelle ist dann das Smart Money, die Privatinvestoren Dump Money, ohne das zu wörtlich zu nehmen. Wir sehen aber, dass das die Confidence, also der Optimismus bei beiden sogar zuletzt wieder nach oben gegangen ist, vor allem bei den Institutionellen. Normalerweise steigen Aktienmärkte dann, wenn diese Zuversicht, wenn diese Confidence ganz unten ist. Und hier haben wir das nächste Problem, meine Damen und Herren, nämlich Margin Debt, also praktisch die Hebelung. Wie stark sind die Investoren am Markt gehebelt? Und die sind ziemlich kräftig gehebelt, so stark wie noch nie, mit Ausnahme der Corona-Zeit, als ja alle angesichts der Nullzinspolitik und der Liquidität der Fed sozusagen all-in gegangen sind. Aber diese Margin, das ist sozusagen, man hinterlegt einen Teil des Kapitals, der Rest geht auf Kredit. Diese Marge, die kostet jetzt richtig Geld, denn die Zinsen sind über 5%. Das heißt, das wird teuer, wenn ich gehebelt hier am Markt agiere. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist der, den ich hier sehr interessant finde, von Charles-Henri Monschau. Der sagte, also wir sehen eigentlich, wenn wir mal den S&P 500 durch die Fed-Bilanz teilen, sehen wir eigentlich praktisch kaum Veränderungen. Es gibt kein reales Wachstum sozusagen bei den Aktienpreisen seit 2008, zuletzt wieder ein bisschen gestiegen, weil die Fed-Bilanz ja sinkt. Auch wenn die Fed die Reduzierung verlangsamen will, dieser Bilanzsumme, während die Aktienmärkte ja gestiegen sind. Aber hier sehen wir mal das große Muster, finde ich hochinteressant. S&P 500 durch Bilanzsumme. Apropos Bilanz, wir haben jetzt diesen Vorschlag oder das Vorhaben von Joe Biden, die Capital Gain Steuer auf 44,6% anzuheben von derzeit. Wo sagen wir ja, je nachdem, was man erzählt, jedenfalls wäre das der höchste Satz seit 1922, der höchste langfristige Kapitalertragssteuer ist derzeit 20% und er schlägt eine 25% Steuer vor auf unrealisierte Kapitalgewinne für wealthy individuals, also für reichere Leute. Uiuiui, das ist harter Tobak, das wird der Wall Street nicht schmecken. Wenn Biden das durchbekäme, dann ist die Wall Street mehr oder weniger tot, möchte ich mal etwas übertrieben formulieren. Aber dann wird sich vieles nicht mehr rechnen.
Gerade diese gehebelten Geschichten, die dann noch Zinsen kosten, weil man sich ja Geld leiht, werden sich nicht mehr rechnen. Die Wall Street wird das nicht gut finden. Und vielleicht wird die Wall Street dann gut finden, dass dieser Mann bald nicht mehr Präsident wird und einen Trump favorisieren, der so etwas natürlich nicht machen würde. Vielmehr das Gegenteil, der würde die Steuern senken. Das liebt die Wall Street. Also vielleicht wird die Wall Street jetzt gegen Biden arbeiten. Wie arbeitet man gegen Biden? Indem man sozusagen die Aktienkurse nach unten bringt. Wilde Theorie, Spekulation, weiß ich nicht allzu ernst nehmen, meine Damen und Herren. Aber das finde ich so ein Gedanke, der mal ganz interessant ist. Hier zeigt Autism Capital, dass also teilweise hier Leute dann gezwungen wären, je nach Bundesstaat Steuern zu zahlen, die so krass sind, dass sie praktisch 80% betragen, wenn sie in Kalifornien etwa sind. Also unfassbar. Jetzt will also Biden die Einnahmen erhöhen, was Sinn macht angesichts der extremen Verschuldung. Wir hatten gestern ja eine 5-jährige Auktion, höchstes Volumen ever, mit einer Rendite von 4,66%. Aber es ist eben diese riesigen fiskalischen Defizite, die die Kapitalmarktzinsen von unten unterstützen, könnte man sagen. Heute um 19 Uhr haben wir nochmal eine 7-jährige US-Staatsanleihe. Das wird immer wichtiger, dieses Thema. Und das ist auch relevant für die Japaner, die jetzt sehen, dass der Yen weiter implodiert gewissermaßen. Jetzt fast bei 156, das ist der tiefste Stand seit 34 Jahren. Also für die Japaner würde es Sinn machen, in Gold vor allem. Manche würden auch sagen, vielleicht in Bitcoin zu gehen, dass hier Zero Hedge sagt, der Yen ist getting Weimar'd, also Weimarer Republik, Hyperinflation ist ja ein Synonym in den USA. Also wir sehen, da könnte jederzeit eine Intervention der Bank of Japan kommen. Noch kurzer Schnapper nach Germania, IFO-Exporterwartungen gefallen, obwohl wir gestern einen besseren IFO-Geschäftsklimaindex gesehen haben. Da ist allerdings, glaube ich, viel Hoffnung dabei auf fallende Zinsen. Das ist derzeit das, was die Stimmung ein bisschen aufhält. Aber wie oft kann die EZB die Zinsen senken, zumal wir wahnsinnigen Lohndruck haben? Schauen Sie mal hier, rechts Tarifrunden des Jahres 2024. Leiharbeit plus 8,5% Forderung, Druckindustrie 12, Lufthansa 12,5, Einzelhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde, Groß- und Außenhandel 13%. Wir sehen also Steigerungsraten, die weit über der Inflation liegen, natürlich auch als Nachholeffekt, weil lange die Löhne unverändert geblieben sind. Aber das ist ein wichtiger Punkt. In Deutschland kostet die Arbeitsstunde des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungssektors 41,3 Euro durchschnittlich pro Stunde. Das ist rund 30% höher als im EU-Durchschnitt. Also wir haben schon ein Problem mit den Arbeitskosten. Das ist eine Frage der Konkurrenzfähigkeit, so sehr ich jeden Euro der jeweiligen Person gönne. Aber das ist natürlich ein Thema von Wettbewerbsfähigkeit, die ja bei uns sowieso nach unten geht. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Meta, Abverkauf der Meta-Aktie. KI kostet viel und bringt wenig ein, viel Hype, wenig Ertrag. Hups, solche Schlagzeilen hätten Sie vor kurzem noch nicht irgendwo lesen können. Erste Empfehlung gerne weiter teilen mit Social Media. Und die zweite, heute 14:30 Uhr, die BIP-Zahlen. Wir haben jetzt die niedrigste Geburtenquote in den USA seit 1979, aber wir haben einen wahnsinnigen Boom der Einwanderung, was die Zahlen ein bisschen schöner erscheinen lässt, vor allem vom Arbeitsmarkt, als sie faktisch sind. Hochinteressante Dinge, die Sie hier lesen können. Zweite Empfehlung, ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.